Guten Tag. Mit diesem Video machen wir weiter, die Übungen zum Addieren bzw. Subtrahieren der Brüche. Teil 2. Um Brüche addieren bzw. subtrahieren zu können, müssen beide denselben Nenner haben. Das heißt, wir kürzen oder erweitern die beiden Brüche, sodass beide denselben Nenner haben. Anschließend addieren bzw. subtrahieren wir die Zähler voneinander. Zum Beispiel 2 geteilt durch 5 plus 3 geteilt durch 10. Man sieht, dass diese beiden Brüche verschiedene Nenner haben, nämlich 5 und 10. Um sie zu addieren, müssen beide Brüche denselben Nenner haben. Das erreichen wir am einfachsten, indem wir den ersten Bruch mit dem Nenner des zweiten Bruches erweitern und den zweiten Bruch mit dem Nenner des ersten. Also wird der erste Bruch mit 10 erweitert. So, 2 geteilt durch 5 gleich 2 mal 10 geteilt durch 5 mal 10 gleich 20 geteilt durch 50. Dann wird der zweite Bruch mit 5 erweitert. So, 3 geteilt durch 10 gleich 3 mal 5 geteilt durch 10 mal 5 gleich 15 geteilt durch 50. So haben die beiden Brüche denselben Nenner, nämlich 50. Jetzt dürfen wir sie addieren, indem wir die Zähler zusammen addieren. Also 20 plus 15 gleich 35. Also 2 geteilt durch 5 plus 3 geteilt durch 10 gleich 35 geteilt durch 50. Zum Schluss den Ergebnisbruch mit 5 kürzen. Also gleich 35 geteilt durch 5 komplett durch 50 geteilt durch 5 gleich 7 durch 10. Wir sehen, damit beide Brüche denselben Nenner haben. Am einfachsten erweitern wir den ersten Bruch mit dem Nenner des zweiten Bruchs und den zweiten Bruch mit dem Nenner des ersten. Das ist Variant 1. Wir können auch wie folgt machen, das ist Variant 2. Wir sehen, die 10 des zweiten Nenners ist ein Vielfaches der 5 des ersten Nenners. Um von 5 auf 10 zu kommen, wird der erste Bruch mit 2 erweitert. Also Zähler und Nenner des ersten mit 2 multiplizieren. Also 2 durch 5 plus 3 durch 10 gleich 2 mal 2 durch 5 mal 2 plus 3 durch 10 gleich 4 durch 10 plus 3 durch 10. Hier, beide Brüche haben denselben Nenner, nämlich 10. Wir addieren die Zähler zusammen, 4 plus 3 gleich 7. Also gleich 7 durch 10. Wir sehen, beide Ergebnisse sind gleich. Die Variante 2 ist meist kürzer. Wer sieht, dass die eine Zahl ein Vielfaches der anderen ist, kann diese Variante nutzen. Wem das nicht gelingt, greift am besten auf Variante 1 zurück. Variante 1 funktioniert immer. Jetzt fangen wir mit den Aufgaben an. Aufgabe 4. 7 durch 9 plus 1 durch 3. Lösung. 9, also Nenner des ersten, ist ein Vielfaches von 3, Nenner des zweiten. Um von 3 auf 9 zu kommen, wird der zweite Bruch mit 3 erweitert. Also 7 durch
9 plus 1 durch 3 gleich 7 durch 9 plus 1 mal 3 durch 3 mal 3 gleich 7 durch 9 plus 3 durch 9 gleich 10 geteilt durch 9. Aufgabe 5. 5 durch 9 minus 1 durch 10. Lösung. Wir sehen, die Nenner 9 und 10 sind verschieden. Mit Variante 2 gelingt uns das nicht, zu machen, dass die beiden Brüche denselben Nenner bekommen. Also greifen wir auf Variante 1 zurück. Wir erweitern den ersten Bruch mit dem Nenner des zweiten Bruchs und den zweiten Bruch mit dem Nenner des ersten. 5 durch 9 minus 1 durch 10 gleich 5 mal 10 durch 9 mal 10 minus 1 mal 9 durch 10 mal 9 gleich 50 durch 90 minus 9 durch 90 gleich 41 geteilt durch 90. Aufgabe 6. 1 durch 10 plus 4 durch 15. Lösung. Wir sehen. 10 mal 3 gleich 15 mal 2. Also erweitern wir den ersten Bruch mit 3 und den zweiten mit 2, um denselben Nenner zu bekommen, nämlich 30. Also 1 durch 10 plus 4 durch 15 gleich 1 mal 3 durch 10 mal 3 plus 4 mal 2 durch 15 mal 2 gleich 3 durch 30 plus 8 durch 30. Also, jetzt haben die beiden Brüche denselben Nenner, nämlich 30. Jetzt dürfen wir die Zähler zusammen addieren. Also, gleich 3 plus 8 gleich 11, also 11 durch 30. Das war's für heute. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.